Rivalen und Verbündeten, von 8 verschiedenen Zweierkonstellationen, die aus den unterschiedlichsten Gründen besondere Aufmerksamkeit erlangt haben. Beginnen wollen wir mit einer Reportage über das wohl bekannteste Geschwisterduo im Showbusiness, die Kessler-Zwillinge. Mit sicherem Instinkt für die Faszination der perfekten Synchronität tanzten, sangen und spielten sich Alice und Ellen Kessler an der Seite internationaler Stars wie Dean Martin, Frank Sinatra oder Marcello Mastroianni weltweit in die Herzen ihres Publikums. Der folgende Film von Doris Metz erzählt von der Kunst, die Kessler-Zwillinge zu sein und zugleich doch eigenständig, eben Alice und Ellen zu bleiben. Ladies and gentlemen, Alice and Ellen Kessler. Tall and thin and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes each girl he passes goes. Ich finde, du machst wahnsinnig viel Wirbel und Staub, wedelst du auf, ja. Oft, ja? Und was ist und glaubst, du hast jetzt wahnsinnig viel in die Wege geleitet und enorm viel unternommen. Ja. Aber die Endentscheidung, die muss ich ja dann im Grunde treffen. Das stimmt ja gar nicht. Jetzt bin ich mal ein bisschen zurück. When he walks, he's like a samba that swings so soft, sways so gentle, and when he passes each girl, he passes goes. Man muss auch mal was riskieren im Leben. Nee, nicht? Man muss auch oft mehr überlegen. Und nicht ganz so spontan und aggressiv. Also wir sind, handeln. Wie Sie sehen, grundverschieden. Ich überlege nicht genug und sie überlegt zu viel. Ich werde ja nicht ganz klug aus meiner Schwester. Also ich werde wirklich nicht ganz klug. Ich weiß ja, auch weil nicht, wir uns nicht mehr aussprechen miteinander richtig. Und das ja, gut, ist weil das wir Problem. Es nicht können. Wir müssen gut, das wieder lernen. Problem. Wir sollten uns beide mal beim Psychiater auf die Couch legen und... Nein, vielleicht und brauchen wir gar nicht zum Psychiater. Aussprechen. Gemeinsam oder einzeln? Wenn heiß uns die Spannung umschwebt, wenn es rauscht und der Vorhang sich hebt und das Haus unter Beifall erbebt, that's entertainment. Entgegen, da lacht der Sonnenschein dir auf allen Wegen. Kessler, Kessler, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Kessler, Kessler, what will be, will be. Alice und Ellen, die waren damals ja schon. Wenn auch noch am Anfang, aber da wusste man schon, das werden Stars. Und das wurden sie ja dann auch. Weltberühmt, weil sie, ja, die hatten so etwas, was andere eben nicht haben. Es gab ja viele. Doppeltes sowieso und Doppeltes sowieso. Es gab die doppelten Lottchen, die waren auch entzückend. Aber Alice und Ellen Kessler waren von Anfang an so was Besonderes. Also erstens ihre brillanten Erscheinungen. Dann ihre harte tänzerische Ausbildung, ihre Zuneigung zu diesem Beruf. Sie nahmen alles ungeheuer ernst, waren aber dann, wenn die Arbeit vorbei war, wie richtige Kumpels. Und die Kesslers sind eben durch die harte Schule gegangen des damaligen Showgeschäfts, das eben andere Sachen verlangt hat als heute. Sie sind präzise, sie sind auf den Punkt genau, sie können etwas, sie wissen genau auch, was sie können, was man nicht machen soll mit ihnen. Und ich bin tief beeindruckt von ihnen mit einer Überraschung, die ich eigentlich erst vor ein paar Jahren festgestellt habe, dass sie sehr gute Schauspielerinnen sind. Du brauchst nicht eifersüchtig zu werden. Die beiden hätten viel mehr Grund, eifersüchtig zu sein. Himmel und Hölle, Kurt, dieser Blick, das Motiv. Los, komm! Wohin rennst du denn? Wir müssen die Kittys verhaften. Ich denke, jetzt ist der Mörder. Er hatte doch gar keinen Kittys. Sehr lustig. Ich weiß nicht, ob es so im Buch gestanden hat. Ist ja ein Roman von Kurt Götz. Ja, Tote von Beverly Hills. Ah.
Typisch amerikanisch mit Lockenwickler. Ja. Die beiden waren finster entschlossen, ihre Nebenbuhlerin zu beseitigen. Es war ja fast eine Persiflage. Es ist ja fast wie eine Persiflage. Man kann das gar nicht ernst nehmen. Und das hat eben Spaß gemacht. Wir haben da ja richtig gemein da mit unter Wasser hier. Jetzt ist es ja gar nicht mehr so komisch. Ja, aber wir amüsieren uns immer noch. Ui. Im Kontrabass. Und wenn so viel Zeit vergangen ist wie mit diesem Film, also über 40 Jahre, dann ist das eine schöne Erinnerung. Dann ist man auch nicht mehr so selbstkritisch. Wenn ich heute Sachen sehe von uns, die wir also gerade gemacht haben, dann bin ich sehr selbstkritisch und da gefällt mir vieles nicht. Und wenn ich das vielleicht in 30 Jahren wieder sehe, was ich dann nicht mehr erlebe, aber dann wäre ich nicht mehr so selbstkritisch. Dann sehe ich es als eine nette Erinnerung. Und das jetzt ist eine schöne Erinnerung. Wir gehen, pass auf, wir gehen hier durch und gehen außen zurück. Drängeln uns nicht da wieder. Gut. So, jetzt machen wir den Text. Okay. Den Text, wir machen ihn jetzt so ohne Betonung, nur damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. Also, ich guten Abend, herzlich willkommen. Und ich finde, wir sollten uns mal vorstellen. Also, ich bin Alice. Ich bin Ellen. Und wie Sie vielleicht wissen, sind wir in Sachsen auf die Welt gekommen. Obwohl wir gar nicht geplant waren, denn unsere Eltern hatten schon zwei Söhne. Bam, 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 bam. Mach den Tempo durch, wir machen einfach den Tempo durch und so, weil das ist zu kompliziert. Das ist selbstständig. Wir richten uns dann. Okay. Girls in the red truck. Haben wir alle Klagen beseitigt? Was ist der schönste Klang der Welt? Applaus, Applaus. Drum stehst du hier, du kämpfst nur für Applaus, Applaus. Kannst du den Text schon? Haben wir immer. Ich kann den Text schon. Kannst du den Schritt schon? Ich kann ihn schon. Und so ging das immer. Und so haben wir uns eigentlich aneinander aufgestichelt. Und jeder hat versucht, es schneller zu lernen als die andere, was dann wieder auch was Positives hatte. Dadurch haben wir ganz schnell gelernt. Die sitzt dann da und paukt ihren Text und so. Und dann kommt sie am nächsten Morgen und sagt, kannst du ihn schon? Und wenn ich dann sage, nö, ah, ich kann ihn schon. Was ist der schönste Klang der Welt? Applaus, Applaus. Drum stehst du hier, du kämpfst nur für Applaus, Applaus. Man darf keine Fehler machen, weil wenn ein Solist einen Fehler macht, das merkt ja kein Mensch, weil sie ja nicht wissen, wie es sein soll. Aber wenn wir zu zweit alles gleich machen und eine patzt, dann ist es ja nicht mehr gleich. Dann merkt man, aha, da hat jetzt eine gepatzt. Aber wer, das weiß ja das Publikum nicht. Ne? Und dann war man vielleicht auch sauer, weil das Publikum hätte ja denken können, dass ich das bin, die gepatzt hat. Ja, es sind 54 Jahre, wenn Sie es genau wissen wollen, die wir jetzt im Showgeschäft sind. Ja, und die Presse fängt schon an zu fragen, wie lange wollen Sie das eigentlich noch machen? Ja, und wollen Sie sich eigentlich irgendwann mal noch trennen? Ja, und auf all diese Fragen haben wir natürlich eine Antwort. Und die lautet, wir haben immer noch 10 Jahre Zeit. Me home, you make me home.
Also unser Vater hat uns auch immer vorgeführt. Erstens mal war er sehr stolz auf die Zwillinge. Dann hat er uns immer gleich eingekleidet. Dann waren wir natürlich süße Mädels mit blonden Haaren und so weiter. Und konnten dann eben tanzen. Und dann haben wir Akrobatik gelernt, Handstand, Überschlag und diese ganzen Dinge. Das hat uns unser Vater beigebracht. Und dann mussten wir immer mit ihm mit. Also wenn wir an der Straßenbahnhaltestelle standen zum Beispiel und auf die Straßenbahn warteten und da war so eine Grünanlage, dann mussten wir immer für die Wartenden da Handstand machen und Überschlag und mussten alles zeigen, was wir können. Und das haben wir gehasst, haben wir das. In der Schule das machen zu müssen bei also irgendwelchen Klassenfesten oder Schulfesten, das war wunderbar, das haben wir gern gemacht. Aber wenn unser Vater uns gezwungen hat, das an der Straßenbahnhaltestelle oder manchmal hat er uns in seine Kneipe mitgeschleppt. Und dann mussten wir zwischen den Tischen da für diese Kneipenkumpels da singen und Akkordeon spielen. Und das war furchtbar. Das haben wir gehasst. Dann hat sich immer, wenn wir wussten, er will irgendwo mit uns hingehen, hat sich immer eine versteckt. Und mit einer allein ist er nicht gegangen. Das war echt bequem. Ja, wirklich. Ja, das war wunderbar. Ja, wunderbar. Man sitzt herrlich in der Natur. Wunderbar. Und unser Jager. Okay, gut. Was bedeutet Ihnen die Ehrenbürgerschaft? Ist das eine Freundlichkeit nur oder geht das tiefer? Römer ist mein Name vom NDR. Ja, nee, es ist eine Ehre. Also es ist eine Ehre, ja. Für uns, die wir hier geboren sind. Und es ist eine große Ehre, finde ich. Wir haben wenig Preise in Deutschland bekommen, sagen wir mal. Wir haben das Bundesverdienstkreuz, das ist auch eine Ehre. Und jetzt die Ehrenbürgerschaft in unserer Geburtsstadt. Ich finde das einfach, ich finde es eine schöne Sache. Naja, und dann hatte unser Vater auch eine andere Frau, der Mann nicht aus der Gefangenschaft zurückgekommen war, aus dem Krieg. Und dann war er ganz unangenehm, weil unsere Mutter war ihm eigentlich im Weg. Der wollte eigentlich nur noch mit der anderen Frau zusammen sein. Und, und da hat es furchtbare Geschichten gegeben. Also er hatte so viele geniale Ansätze und er hat sie durch sein Trinken nicht genutzt. Ja, er hat alles vermasselt. Mhm. Alles. Hier stehe ich nun doch nicht allein, denn ich habe ein Schwesterlein. Zusammen mit mir ward sie geboren, aus einem Ei, wie unverfroren. Sie kam zuerst, ebnete den Weg, damit's bei mir dann leichter geht. Da hast du recht. Doch leichter ist es nicht geblieben, seitdem hab ich sie angetrieben. Ja, Gewalt nicht gegen uns, also gegen unsere Mutter natürlich. Und das haben wir natürlich als Kinder mitbekommen und das war furchtbar. Wir konnten ihr ja nicht helfen, wir konnten nichts machen. Wir lagen im Schlafzimmer wach und hörten alles und er hat sie zusammengeschlagen und wir waren verzweifelt und hatten schlaflose Nächte. Aber wir konnten ihr nichts machen, wir hatten Angst, was sollten wir machen? Und dann ab und zu kam er ins Schlafzimmer und guckte und da haben wir uns schlafend gestellt. Aus Angst. Wir wurden groß, wir wurden lang, den Eltern wurde es fast bang. Doch mit der Größe kam das Glück, denn lange suchte man zum Glück. Das Lido war's da in Paris, das uns dann nicht mehr gehen ließ. Wir wurden dort die zwei Maskottchen, in Deutschland gab's das Doppelflottchen. Wir waren völlig von den Socken, was da alles passiert, als wir uns die Revue angesehen haben, dass wir da überhaupt mitmachen sollen. Das war für uns fantastisch. Und dann haben wir angefangen mit den Proben und sind da eben eingestiegen in die Revue 3 Monate später. Die lief ja schon 3 Monate. Und da war das für uns natürlich grandios und großartig und so tolle Kostüme tragen können. Ich meine, wir waren 17,5 gerade mal, das war...
Das war für uns wie die große, große, weite Welt. Paris, du bist die schönste Stadt der Welt. Also nach Paris zu kommen war für uns wie, ich nehme mal an, Armstrong, wie für Armstrong die Mondlandung. Und natürlich kam nach Paris und ins Lido alles, was Rang und Namen hatte. Da kam Ernest Hemingway, der Herzog von Windsor, John Wayne, Cary Grant, Sophia Loren, Maria Callas, Grace Kelly, Romy Schneider, Alain Delon. Alle waren sie da. Wir waren integriert, es wurde für uns gedacht, Kostüme, Auftritte, es wurde alles für uns gemacht. Gut, wir sind nebenbei in Tanzunterricht und dann in Gesangsunterricht gegangen. Aber es war also, man hatte noch keine Verantwortung in dem Sinne. Und da war, es war unbeschwert. Ja. Wir sind dann jede Nacht ausgegangen, hatten so eine Clique von jungen Männern, die alle homosexuell waren, uns nicht an die Wäsche wollten, aber uns Paris bei Nacht gezeigt haben. Es war herrlich. Es war wunderbar. Es war eine herrliche Zeit. Ja. No. Rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien pour ma paix, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Ja, so war das in Paris. Zuerst haben wir getanzt im Lido, dann haben wir gesungen im Lido, dann haben wir getanzt und gesungen. Und bevor wir es uns gedacht, waren wir, was wir natürlich vorher auch schon waren, die Kessler-Zwillinge. Die waren ja immer knausrig mit den Gagen, weil sie immer gesagt haben, man muss stolz sein, am Lido zu sein. Und da haben wir gesagt, das brauchen wir nicht mehr, wir sind schon 4 Jahre hier. Lido können wir schon lange sagen, dass wir gewesen sind, jetzt wollen wir mal Geld sehen. Und dann habe ich mit der Faust auf den Tisch gehauen. Ja, kann ich mich um 5.000 Franc, glaube ich. Mehr oder weniger. Alte Franc. Alte Franc. Nicht? Und da habe ich gesagt, für Sie ist das ein Trinkgeld und für uns ist das ein Abendessen. Und der Choreograf, der musste so lachen. Und der eine, der Direktor, hat gesagt, ihr habt vollkommen recht, ihr kriegt die 5.000. Comme nos voix, badabada, dabadabada, chante tout, badabada, dabadabada. Nos cœurs y voient badabada, dabadabada, comme une chance, comme un espoir. Wir waren ja gut, Deutsche im Ausland, wir wurden nicht sehr gern gesehen, das schweißt zusammen. Also schon der Zusammenhalt und sehr jung und in diese Riesenrevue reinkommen mit Engländern, mit Franzosen, mit Amerikanern. Ja, das hat einen sehr zusammengeschweißt. Wir waren noch mehr eine Person, als wir es jetzt sind. Ach, da geht es ja ganz schnell, aber da tun wir die Mikrofone drauf. Nee, tun wir nicht. Nee, tun wir nicht. Wir holen nur die Zylinder auf die Anfangsmusik. Ja, okay. Ja. Ist gut. Na, und von Paris geht's nach New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stay and sniff around the heart of it. New York. Ja, kann ich nicht verantworten. Ja, ich meine, wir haben oft getanzt mit Sehnenzerrungen und so, und da hat man nichts gespürt auf der Bühne. Oder sich verletzt auf der Bühne, mal umgeknickt. Das merken schon, dass sie umknicken und es tut kurz weh und macht weiter und es geht. Hinter der Bühne tut es dann richtig weh. Oder sie treten auf und haben einen Wahnsinnshusten, weil sie erkältet sind. Sie gehen auf die Bühne und husten nicht mehr. Oder sie müssen nicht mehr schneuzen.
die Nase läuft plötzlich nicht mehr. Es ist wirklich, es hat mit Adrenalin, es hat was mit der Bühne zu tun. Ja? Ja, das ist der Magnetismus, ja, der von unten raufkommt. Und dann gehen sie von der Bühne und dann läuft die Nase wieder und dann husten sie wieder. Es ist eigenartig. Du, mir ist ganz spontan was eingefallen. Hat jetzt gar nichts hier mit unserer Reiserei zu tun. Wenn ich da auf dem Stuhl sitze nach September-Song, ja, ist mir vorhin eingefallen auf meiner Kabine, sage ich, da ich schon mal hier sitze, will ich Ihnen jetzt einen Witz erzählen. Ja. Wie einer ins Flugzeug geht und sich... Ach nee, das kannst du nicht machen vor der Nummer. Nee? Ach, das unterbricht ja die ganze Atmosphäre. Ich sage, dann kann ich hier noch eine Weile sitzen bleiben und Ihnen was erzählen. Nee, das kannst du nicht vor dem September-Song. Nee? Nach dem September-Song. Ach so. Da reden wir doch eh. Ich würde nicht den Witz erzählen. Nee, kann doch ganz lustig sein. Nee, der ist zu lang dafür. Ich mach ihn kurz. Mach, was du willst. Wenn ich mich danach fühle, mache ich's. Einfach, um noch eine Weile sitzen bleiben zu können. Okay? No problem. And now, ladies and gentlemen, the Kessler Twins. The Kessler Twins! From New York, the Ed Sullivan Show. Ladies and gentlemen, Alice and Ellen Kessler. Alice and Ellen Kessler. Now, here are two girls I've wanted to have on the show for a long time, not only because they're so pretty and so talented, but because they're twins. That means there are two of them, and that means... They're a double, and there's nothing I like more than a double. Especially when it's Alice and Ellen Kessler. Oh, yeah! Also Ansagen hatten die immer tolle, ja, die Amerikaner. Entweder the most beautiful bookstands, also wie nennt man Bookends. Das? Bookends, also so Buchenden, Buchenden. So Buchstützen haben sie uns oft genannt. Wenn wir rechts und links von ihnen standen, dann waren wir eben tolle Buchstützen. Oder Manschettenknöpfe oder so. Two buildings from Germany, like they don't build them anymore. Das also, sagt er, der Frank Sinatra. Ja, auch. Ja. Das sagt er. Aber das haben sie öfter auch gesagt. Naja, sie hatten Art. In ihren Shows halt tolle Autoren. Wouldn't you like to have fun? Fun, fun. How's about a few laughs, laughs? I can show you a good time. Der Höhepunkt war, mit Frank Sinatra aufzutreten in Las Vegas, weil er war einfach der König von Las Vegas und jeder hoffte mal mit Frank Sinatra, also als Co-Star, auftreten zu können. Und dass das uns vergönnt war, war natürlich eine ganz tolle Sache. I'd known you were going to be this tall, I'd have had my hair teased. Girls, you've doubled everybody's pleasure here tonight. Thank you, thank you. And I'm sure that if Dean is looking in, you probably look like quadruplets to him. Incidentally, do you ever work with Dean Martin? No, we haven't, but that would be wunderbar. More like under the bar, not... Also ich glaube, ich habe das Gefühl, und ich habe es jetzt auf dem Band wieder gesehen, ich konnte mich ja gar nicht so gut erinnern. Wir konnten uns an den Satz erinnern mit diesem toupierten Haar, dass er sehr angetan war von dieser Nummer, weil er hat ehrlich applaudiert und wer Frank Sinatra kennt, weiß, wenn ihm was nicht gefällt, dann macht er das nicht. Das hat er nicht nötig. Dann geht er gar nicht rüber und redet mit dem Künstler. Oder er sagt noch was Negatives, das kann auch passieren. Und ich glaube, er war ehrlich angetan, sonst hätte er nicht verlangt, dass wir mit ihm nach Las Vegas gehen. Wir sind dort in fast allen Shows aufgetreten, die Sie sich denken können. Ja, und in allen Städten, die auf der Showlandkarte rot unterstrichen sind. Las Vegas, der Broadway, Hollywood. Oh, sag mal, sollen wir die ganze Geografie herbeten? Nein, holen wir uns doch Amerika hierher. Lester Wilson. Es muss etwas geben, das es nicht gibt, dass man dieses Leben jeden Tag liebt. Wenn ich es finde, Kinder, dann sag ich Bescheid. Ja, ich verschwinde, wenn ich es finde, ja, ich verschwinde und fang von vorne an. Yeah. 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 Yeah.
Künstler wie Sinatra und Dean Martin, die lesen ja alles ab, die kommen ja nie zu den Proben, die kommen ja nur für die Sendung und lesen dann ihre ganzen Texte und alles von, damals gab es ja noch nicht diese Teleprompter, aber die haben alles von so riesen Pappen abgelesen und da ist er mal völlig aus dem Text gerutscht, während er mit uns gesungen hat und die überspielen das so fantastisch, der Dean Martin, der hat uns dann angeschaut und irgendwelche Bemerkungen gemacht. Er hat gesagt, ich wollte nur mal hören, ob ihr euren Text kennt. Is this how this song begins? Yeah, it's how this song begins. Are you not the Kessler twins? Yeah, we are the Kessler twins. Kessler twins song begins. What a lovely conversation. What a charming group we are. Is this not the Martin Show? Yes, this is the Martin Show. Well, where'd the milk and cookies go? Where'd the milk and cookies go? Wir hatten also Lautsprecher in der Garderobe. Let's see who we have on the show. Und dann sagt er, oh, who do we have here? The Eichmann Daughters. Und zu der Zeit wurde dem Eichmann gerade der Prozess in Israel gemacht. Wir saßen wie versteinert in der Garderobe. Er meint uns. Da gehe ich nicht mehr rauf. Und dann hörten wir aber den Produzent sagen, diese Witze will er an seiner Show nicht hören. Er wollte immer Lacher haben. Es hat aber keiner gelacht von den Technikern, die ja nur da waren. Und der Produzent hat ihm sofort also das Wort abgeschnitten. Er hat es auch dann nicht weitergemacht. Aber wir haben ihn keines Blickes mehr gewürdigt. Wir fanden das so geschmacklos. Wir hätten ja drüben bleiben können. Wir sollten eine Fernsehserie machen. Und das bedeutete 9 Monate, Amerika, 3 Monate Urlaub. 9 Monate Amerika, 3 Monate Urlaub für 5 Jahre. Da hatten wir noch unsere Mutter, da hatten wir unsere Verlobten, da hatten wir also in Europa unser Privatleben, sagen wir. Und da haben wir das nicht gemacht. Da haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht machen. Wir wollen nicht 5 Jahre in Amerika bleiben und 3 Monate im Jahr frei haben. Na, und die 3 Monate, die wir frei gehabt hätten, sagte dann unser Manager, da gehen wir dann nach Las Vegas. Und treten dort auf. Und haben also gesagt, ja gut, danke. Und hier sind Sie, zurück aus Amerika. Zurück von der Redskelton und der Perikomo Show, die Marzipaner-Girls, Alice und Ellen Kessler. Hübsche Beine, schlanke Taille und ein Lächeln im Gesicht. Ob Nightclub, ob Revue, ob Fernsehshow, ohne Girls geht es nicht. Ist ja wie November in Deutschland hier. 2. Juni. Schrecklich. Links sieht man das Kolosseum hinter den Bäumen. Ja. Santa Maria Maggiore von Forn. Santa Maria Maggiore von hinten. Ich versuche jetzt noch nach San Giovanni in Laterano zu fahren. Mal sehen, ob ich dann von hier aus gut hinkomme. Dann haben wir die auch noch gesehen. Wo fahren wir jetzt hin? Ich weiß, wo ich hinfahre. Was ist das? Aha. Rechnungen, Rechnungen. Licht, Gas, Telefon. Alles Rechnungen. Naja,
Jedes Mal, wenn ich nach Rom komme, habe ich einen Haufen Post. Viele Rechnungen. Ja, und Bankauszüge natürlich. Das hat auf dem Land gehangen, beim Umberto, obwohl es mein Bild war. Und ich habe mir gesagt, du musst das da abhängen. Die Wand ist feucht. Das vergrubbelt sich ja alles. Sagt er, ja, ja, das mache ich, das mache ich. Er hat es nie gemacht. Dann habe ich es runtergerissen und habe gesagt, das bleibt dir ja nicht. Das geht noch völlig kaputt und habe es mit nach Rom genommen und habe es versucht, ein bisschen restaurieren zu lassen. Aber es ist sehr, sehr schwer, weil das ganz dünne Blätter sind und es könnte alles kaputt gehen. Ich glaube, ich war eine starke Frau und ich war ihm zu stark. Und er war, ich glaube, er ist unsicher. Das gibt er natürlich nicht zu. Deshalb wollte er auch immer diese Komplimente hören. Das ist auch ein bisschen Unsicherheit. Und ich glaube, ich war ihm zu stark. Und wir waren ja nur 2 Jahre auseinander. Also er ist 2 Jahre älter als ich. Und dann kommen ja die Männer immer in ein Alter, wo sie sich dann was Jüngeres nehmen. Das ist ein Klassiker. Das gibt's ja immer wieder, nicht? Und so ist es ihm auch passiert. 20 Jahre, von 62 bis 82. Aber gut, ich war ja sehr viel unterwegs. In den 20 Jahren, sagen wir mal, haben wir uns vielleicht alles in allem 12 Jahre gesehen. Die anderen Jahre war ich eben nicht da. Ich war unterwegs, obwohl wir damals auch noch sehr viel in Italien gemacht haben. Also immer diese Serien, wo ich ja dann monatelang hier war. 3 Monate, 3,5, 4 Monate im Jahr. Nee, mehr, weil es war ja immer Anfang des Jahres und Ende des Jahres. Dann war ich schon sehr viel hier. Na, wie gefalle ich Ihnen so als Dame verkleidet? Aber nun weiter in meiner Show. Die nächste Station unseres Erfolges war Rom. Da haben wir getanzt und gesungen, aber das bleibt sich gut wie gesprungen, reden wir nicht davon. A Roma non se può rispondere mai di no. Un bacio è leider da, se Roma ci vuole tornare. Wenn wir mussten, haben wir immer zusammengehalten. Ich meine, für den Mann war es viel schwerer. Mit uns ging es ganz gut. Aber für den Mann, für den war es nicht einfach. Weil wir dann eine ganz starke Einheit waren. Also wir waren zu dritt und doch nicht zu dritt, weil wenn ich hier gearbeitet habe und Umberto hier war, hat Alice ja immer sich in einer Residenz eingemietet, ein Apartment-Hotel. Oder dann war sie ja 4 Jahre liiert mit diesem Schauspieler, mit dem wir das Musical gemacht haben. Da hatte sie eine Wohnung gemietet in der Nähe von Piazza Venezia. Mit diesem Schauspieler zusammen. Also sie hatte dann schon ihr Eigenleben. Als hier zu dritt, monatelang, das wäre nicht gut gegangen. Das wäre nichts gewesen. Franco, ciao. Oh, ciao, momento. Franco, ciao. Che meraviglia. Come stai? Stai bene? Siete cresciute? Cresciute? No. I cani sono lì. Stolli, Bianca, vai. Vogliamo sentire. Accomodate, volete qualcosa? No. Un caffè? No, per il momento niente. Niente. Stai qua? No, spero che. Non so come ti piacciono i cani. Ma mi piacciono. Dolly, sì, carina, bellina, guarda come. Ma questa sembra un piccolo maialino. Vieni qua, una maialina. Da un po'. Still everybody knows, the children, everybody, the old people. It's become a kind of. Let's go up, let's go on. Dada umpa, dada umpa. Let's go cheerfully on. Come on, come on, come on. Dada umpa, dada umpa. C'est une chose qui va la vie en rose. Una tazza molto chic che portiamo dall'America e si chiama dada umpa. Dada umpa, dada umpa, dada umpa. Es ist ja ein Liedchen, es ist kein tolles Lied, aber das war eben der Publikumsgeschmack und man muss sich damit abfinden. Nur ich finde es eben nicht gut, wenn wir heute Fernsehen machen in Italien und sie wollen immer wieder Dada Umpa. Und dann sage ich immer, damals waren wir 24 und heute, sagen wir jetzt mal, sind wir 64 und man kann doch nicht nach 40 Jahren immer noch das gleiche Lied singen. Und dann sagen die immer, ja, aber das Publikum will es doch, das Publikum will es das. Man muss es immer dem Publikum recht machen. Und das ist eigentlich ein bisschen, und dann weigern wir uns, das ist ein bisschen blöd, weigern wir uns, das zu singen. Und dann tun sie es natürlich als Leitmotiv spielen, wenn wir auftreten. Dann haben sie es wenigstens
irgendwann mal von sich gegeben. It's absolutely a miracle. It's such a rare opportunity of two human beings who can be so similar and so perfectly, arithmetically contrapointed. The one and the other are absolutely, they get together in a perfection, pure perfection in movement. Voice, the way they sing is extraordinary. That's something actually that I find that's been a bit neglected in when you talk and say how great the Kessler sisters are. They are famous for their numbers and extraordinary precision choreographic. But their talent in singing is quite extraordinary. Grüß dich, Franz. Ach, wer ist denn da? Na, wen begrüße ich zuerst? Dich ja, natürlich. Grüß dich. Wie geht's? Geht gut. Geht gut? Ja. Ist immer gleich schlank. Ja, so du darfst ruhig fühlen, auch ja. Wenn die Kamera. Er testet immer, ob ich noch meine Figur gut. Habe. Ja. Servus, grüß dich. Servus. Geht's gut? Gut, danke. Wer in Kitzbühel prominent ist, das bestimme ich. Gesagt, ja, das da ist wahr. Da ging sie aber noch zur Schule. Nee, das stimmt. Er sagt, wer in Kitzbühel prominent ist, das bestimme ich. Ja, ja. Hallo. Nein, gibt's dich auch noch? Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Naja, schon sehr lange. Ich glaube, 104 Jahre. Ne? Na ja, gut, 104,5. Doch. Und wie geht's immer? Mir geht's gut. Tolle Figuren. Macht immer. Naja, ja. Hier ja, trifft ja. Sich alles. Ja. Ja, stimmt. Und? Sonst alles ist, okay? Wo ist ruhig deine Schwester? Die ist zu Hause. Zu Hause? In München Rom. Zu Hause. In München? Nein, noch in München. Ja. Ab Donnerstag in Rom. Früher ist sie mal mitgekommen. Aber jetzt kommt sie nicht mehr mit. Hat auch einen Grund, ich sage ganz kurz, ich habe sie mal rausgeschmissen, weil sie mir so auf die Nerven gegangen ist. Ich habe gesagt, sie soll doch bitte wieder nach München fahren. Und das hat sie dann gemacht. Und seitdem kommt sie nicht mehr. Wir sind zusammen essen gegangen, sie hat ihre Telefonate gemacht, wie sie die immer macht, auch wenn sie allein ist. Und ihr war alles zu viel. Das stimmt gar nicht. Ich muss hier alles machen, ich muss alles organisieren. Das habe ich überhaupt nicht. Ich wollte alles machen und wollte alles organisieren. Ich habe gesagt, du musst dich auch nicht ums Frühstück kümmern, das mache ich. Dann stand sie schon da, ich war im Bad. Aber das Wasser kocht. Dann habe ich gesagt, dann nimmst du es vom Herd. Jetzt fangen wir uns an zu streiten. Ich gehe nicht mehr nach Kitzbühel, punkto basta. Das ist ihr Leben, sie ist nicht mehr belastbar und ich will sie nicht belasten. Aus, basta. Du, zum Golfspielen bin ich auch nie gekommen heuer. Ich auch noch nicht. Ich auch alle drei Sonntage hat es verregnet. Wir haben sogar noch einen Film, da hat er die Choreografie gemacht. Ja. Hochzeitsnacht im Paradies mit Peter Alexander. Na, ihr beide habt gesagt, na, wir machen nichts Neues. Wir machen den da und der Peter soll dazukommen, nicht? Und dann... Ach, na ja. Ja, nicht daneben. Ja, okay, so. den Griff, ja. Den habe ich. Ja, den Griff kann ich, nur der Griff. So. Und dann habe ich eben diesen Mann kennengelernt hier, der kein Kitzbühler war, aber hier lebte. Der war aus der Nähe von Innsbruck. Und naja, und dann bin ich nach Kitzbühel zurückgekommen und immer öfter und immer öfter. Das hat ungefähr 4 Jahre gehalten. Dann ging es nicht mehr, weil er so eifersüchtig war. Ja, auf alle. Der hat mich auch schlecht gemacht vor ihr. Hat er? Ja. Ja. Ich weiß es. Da kann ich mich nicht erinnern. Nö, kann ich Alice, nicht er wollte erinnern. Alle von dir weghalten. Ja, das ja. Er wollte sie alle weghalten und hat auch an mir die Fehler gefunden. Der hat immer gedacht, da sind bestimmt auch Kerle dabei. Also er war sowas von misstrauisch, aber er war selbst so ein Halunke, das habe ich dann später erfahren. Also er hat versucht, auch mich da rauszudrängen, weil er krankhaft eifersüchtig war. Oder weil er mich ganz für sich haben wollte. Ja, aber das muss er nicht am Fernsehen. Er wollte immer, dass wir heiraten. Am Anfang wäre ich auch bereit gewesen, aber Gott sei Dank, irgendwann setzt ja auch der Verstand wieder ein. Und ich habe dann gar nicht mehr dran gedacht, nachdem ich merkte, was das für ein eifersüchtiger Heini ist. Hallo. Und dann lag er mal morgens noch im Bett und ich ging
irgendwo hin oder ich fuhr sogar nach München und dann sagte er plötzlich, was ist jetzt? Heiratest du mich nun oder nicht? Und da bin ich zurück und habe gesagt, warum? Bist du schwanger? Bist du traurig oder einsam? Kannst du immer auf mich zählen? Alles trägt man leicht gemeinsam. Ich kann dir mein Herz empfehlen. Ruf mich, habe dazu den Mut. Ruf mich, kann sein, ich tu dir gut. Ruf mich, ein Wort und schon bin ich da. Naja, also glücklich bist du nicht gerade. Du bist ein sehr unzufriedener, unausgeglichener Mensch. Also ich sehe dich so. Ich sehe dich als unzufrieden, unausgeglichenen Menschen. Du bist auch unausgeglichen. Wir sind alle ein bisschen hektisch in dem Beruf. Es ist Managerkrankheit oder das so. Das hat mit nicht? Hektik nichts zu tun, Unausgeglichenheit. Du bist auch unausgeglichen. Du bist auch. Wieso? Du hast, wieso? Weiß ich nicht. Ich kann dir das jetzt nicht sagen, aber du bist auch nicht ein ausgeglichener, ruhiger Mensch. Wir sind beide sehr nervös, aber ich bin irgendwo ausgeglichener, weil ich habe eine, wie soll ich es sagen, ich habe ein bisschen eine leichtere Position meinem Mann gegenüber. Mann, also verheiratet bin ich nicht. Es war unser größter Fernseherfolg übrigens, nicht? Die Presse war nur positiv, spannender als ein Krimi und also ich meine, wir hatten fantastische Presse daraufhin. Und ich glaube, der Lohmeier hat das so ein bisschen dahingeleitet, dass wir uns eben so ein bisschen auseinandersetzen, fast streiten. Was für die Fetzen sind natürlich nicht geflogen, richtig gestritten haben wir auch nicht. Wir haben uns mal ein bisschen so die Meinung gesagt. Und das ist natürlich sehr gut vor einer Kamera, weil man sich da zusammenreißt. Wenn man das privat zu Hause macht, dann fliegen schon die Fetzen und man wird laut. Ich muss aber immer viel mehr erklären. Deshalb bist du nervöser in letzter Zeit, weil du nicht so ausgeglichen sein kannst wie ich. Ja, natürlich. Du kannst es ja nicht natürlich sein, weil du musst nervöser, ja immer gegen für zwei mühsamer ist. Für mich du ist musst, es mühsamer. Ja, manchmal weiß ich ja auch nicht, was du willst. Manchmal habe ich das Gefühl, du willst nicht mehr, aber willst doch, weil du es nicht aufgeben willst. Oh, ich will nicht mehr. Mir macht das hier Spaß. Und außerdem, ich will das noch lange. Und ich glaube sogar, dass wenn du jetzt sagst, du möchtest allein und du hast die Gelegenheit, allein einen Film zu machen, sicher macht dir das wahnsinnig viel Spaß, weil du nicht immer aus dem Augenwinkel auf eine schauen musst, dass du synchron bist und so weiter. Ja, das ist, du bist mal frei und kannst machen, was du willst. Aber ich glaube, wenn du das öfters machst, dann wirst du dich zurücksehnen zu dem, was wir zusammen machen. Ich habe davor keine Angst. Das möchte ich damit beantworten. Erstens mal, weil ich weiß, ich kann alleine etwas machen. Ich traue es mir auch zu. Und zweitens, weil ich weiß, dass meine Schwester nach, sagen wir mal, einem Jahr reumütig zurückkehren würde, weil sie ist ein Mensch. Ich kenne ja meine Schwester auch und obwohl sie ich habe aber einen gewissen Stolz. Ist. Du, ich würde vielleicht reumütig nicht zurückkehren. Vielleicht, wenn ich es selbst tun möchte, würde ich es vielleicht nicht tun, aus einem gewissen Stolz heraus. Eine Trennung wäre vielleicht im Moment, sagen wir, hart gewesen, eine Veränderung, aber ich hätte sie überwunden. Aber würdest dann heute auch nicht hier sitzen, mit mir wahrscheinlich? Natürlich nicht mit dir, wenn es die gegeben hätte. Wer weiß, mit wem ich hier sitzen würde. Vielleicht. Mit niemand, weil mit wem wärst du schon 70 geworden, außer mir. Du weißt, es erträgt mich niemand. Wenn im Felde blitzen Bomben und Granaten, weinen die Mädchen um ihre Soldaten. Ei, warum, ei, darum, ei, warum, ei, darum, ei, bloß wegen dem Tindarassa, Bundarassa, ei, bloß wegen dem Tindarassa, Bundarassa. Sie sind immer in Deutschland noch als die Showgirls bekannt. Und ich glaube, so eine ernste Note, die kennen wenige. Dabei haben sie auch schon Ernstes gemacht. Ja, die sieben Todsünden zum Beispiel. Ja, sieben Todsünden. Ja. Machen wir auch wieder. Werden im Fernsehen gezeigt um die Weihnachtszeit. Meine Schwester ist schön. Ich bin praktisch. Sie ist etwas verrückt. Ich bin bei Verstand. Wir sind eigentlich nicht zwei Personen, sondern nur eine einzige. Wir heißen beide Anna. Wir haben eine Vergangenheit und eine Zukunft.
was für die andere gut ist. Das war schwer. Die Kessler-Zwillinge will man als Showgirls sehen. Also, was wir machen, was Sie ja gesehen haben auf dem Schiff, amerikanische Songs mit ein bisschen Zylinder und Beinschmeißen und so, das sind, das ist fürs Publikum, was Sie unter Kessler verstehen oder unter Kessler sehen wollen. Ich kann mich erinnern, wir haben mal eine Reklame gemacht für ein Weichspülmittel. Und mit einem Lied vom Doldinger, mit einer Musik. Die Reklame, die ist wieder abgesetzt worden, weil kein Mensch geglaubt hat, dass wir unsere Pullover selber waschen. Strumpfreklame, das hat man uns abgenommen. Melodie, das ist ein Strumpf, oh meine Melodie, das ist ein Hauch von Poesie, Melodie, das ist Esprit und Harmonie, Melodie, Melodie. Den essen wir als Vorspeise? Ja. Zuerst, ja. Nicht? Okay. Also Salatsoße ist noch nicht drauf, das machen wir im letzten Moment, sonst fällt das zusammen. Okay, ja. Aber ich habe sie schon fertig. Soll ich sie gleich holen? Ich hole sie. Die Salatsoße? Ja. Okay. Mittags essen wir meistens zusammen, koche auch meistens ich. Wenn sie kommt, wird sie sagen ja oder jein, aber so ist es. Koche meistens ich und ja, und dann essen wir zusammen. Und ich probiere immer neue Dinge aus. Ich sage, heute mache ich mal Lachs so und so oder eben diesen Spinat oder was habe ich noch gemacht. Na, ein Pichelsteiner, das kennt man, das ist ein klassisches Ding, aber das habe ich mit dem Schnellkochtopf versucht, weil sonst muss es so lange kochen, das Fleisch. Dann habe ich einen Schnellkochtopf, weil bei mir alles schnell gehen muss. Sie weiß genau, wie ich fühle und ich auch weiß, wie sie fühlt. Also ich kann in ihre Seele sehen und ich kann sie lesen. Und sie, glaube ich, bei mir auch. Ich glaube, das ist halt etwas, was eineiige Zwillinge haben. Also brauchen wir über Gefühle nicht zu sprechen. Und als meine Beziehung mit Umberto auseinanderging, habe ich nie mit meiner Schwester darüber gesprochen. Ich konnte es nicht, aber mit Freundinnen ja. Aber mit ihr konnte ich darüber nicht sprechen. Das hat sie genervt. Sie hat mal zu mir gesagt, hör auf, das nervt mich. Sie wollte das nicht hören. Sie wusste, dass ich litt und hat, glaube ich, im tiefen Inneren auch gelitten. Und das hat sie irgendwo dann doch genervt, dass sie auch gelitten hat. Weil ich muss mit einem furchtbaren Gesicht herumgelaufen sein. Sie geht so nach der Zeit. Da kann ich auch mal halb zwei essen. Nö, mein Magen will immer um eins. Ja, dann macht sie Stress. Ja. Ja, also ich möchte jetzt essen. Und dann rase ich hier durch die Küche und dann ist es ihr zu stressig und das kann sie nicht ertragen. So richtigen großen Streit hat es eigentlich lange nicht gegeben. Hat es schon gegeben, aber eigentlich lange nicht. Nee, wir sind da ein bisschen vernünftiger geworden. Wir versuchen das ein bisschen leichter zu nehmen. Und meistens gibt es so Streit und Sticheleien und Lappalien, Kleinigkeiten. Ich habe also den Garten versorgt und das Schwimmbad und an dem Tag habe ich das alles gemacht. Und dann machte sie Mittagessen und dann sagte sie zu mir, du könntest auch mal eindecken. Ich habe jetzt schon zweimal oder dreimal hintereinander den Tisch auf der Terrasse gedeckt. Und da bin ich ausgeflippt, habe ich gesagt, was, jetzt muss ich auch noch kochen und decken und mache schon die ganzen anderen Sachen. Und da hat es einen großen Streit gegeben und da haben wir uns 8 Tage nicht mehr gesprochen, obwohl wir zusammen auf der Bühne stehen mussten. Was machen wir jetzt mit den Salattellern? Stellen wir die in die hinein? Ja, warum nicht? Das können wir machen. Ja, oder willst du sie warm machen für die Spaghetti? Nö, brauche ich nicht. Nö. Ach, die denkt einiges von mir. Womit ich nicht einverstanden bin. Sie sagt immer, alles ist ein Pessimist, die ist pessimistisch. Nein, ich überlege, ich bin überlegter. Ich sage nicht so schnell ja und spontan, ich bin nicht so spontan. Ich glaube, weil ich stärker bin, sucht sie ja manchmal etwas, dass sie sagen kann, du bist so. Ah, zu mir sagt sie immer, du bist oberflächlich. Wenn einer nicht oberflächlich ist, dann bin ich das. Aber sie sagt oft zu mir, du bist ja so oberflächlich. Und ich mache alles peinlich genau, auf meine Art. Sie wäre eine sehr gute Buchhalterin. Ich schau, was also, hab ich mein tschüss. Buch? Tschüss.
jetzt bin ich in meinem Bereich. Das gehört mir. Sie sieht mich nicht, sie hört mich nicht. Ich kann machen, was ich will. Ich habe mich immer in sehr weibliche Männer verliebt. Wir haben uns immer in Schwule verliebt. Nun waren wir ja auch von Schwulen umgeben in unserem Beruf in Paris. Ja, waren ja fast alle schwul. Ja. Wir haben ja kaum jemand anderen kennengelernt. Ja. Also haben wir uns immer in Schwule verliebt. So richtige Macho-Typen, so richtige Kerle, die konnte ich überhaupt nicht ab. Und heute noch, also das Einzige, woran ich mich, wenn ein Mann, mit dem ich zusammen bin, ein Glas zu viel trinkt, da kriege ich eine Gänsehaut, da stellen sich mir die Haare auf, ja. Das kann ich überhaupt nicht vertragen. Das ist auch Lido Paris, aber 1977. Da ist schon ein schöner Zeitunterschied dazwischen. Aber doch viel rosa, wie ich sehe. Obwohl wir auch viel schwarz getragen haben. Es kommt gleich noch ein Rosanes aus Paris. Aber nicht im Lido getragen. Das kommt nicht von Lido, das kommt von einer Boutique. Aber ich finde es wunderschön. Das hatte mal kurze Chiffon, so Schisslawings. Und dann haben wir sie lang machen lassen. Und ja, tragen sie eigentlich sehr gern. Ja, jetzt kaum noch. Das ist Italien, Studio Uno, italienisches Fernsehen. Ist auch schon ein paar Jahre alt. Also wir können sie noch tragen. Ob sie es glauben oder nicht, wir tragen die noch. Die Figur hat sich nicht so... Das trage ich nicht mehr. Also da komme ich nicht mehr rein. Da fehlen mindestens 20 Zentimeter. Das geht nicht mal auf eine Puppe. Und ich merke auch, dass ich meinen Vater nie geliebt habe. Ich träume heute noch von meiner Mutter, vom Hund. Von meinem Vater träume ich nie. Der kommt nie vor in meinen Träumen. Nee, bei mir auch nicht. Es wäre eigentlich ganz schön gewesen. Also ich meine, der ist gestorben. Gut, da waren wir schon auseinander, die Eltern geschieden seit langem und so. Es ist nie zu einer wirklichen Aussprache gekommen zwischen Vater und uns. Warum er so war, warum ja, warum das große Warum steht im Raum. Ja. Warum? Es kam nie mal zu einer vernünftigen Aussprache. Und das hätte ich eigentlich ganz gern gehabt. Meine Damen und Herren, es gibt Stars und Superstars. Und Klimbim hat mit Superstars nie gegeizt. Jerry Lewis, Gilbert Bécaud, Joy Hetherton und Kurt Jürgens, um nur einige zu nennen. Aber heute sind wir stolz und glücklich, Ihnen den Höhepunkt maximaler Showbusiness-Perfektion anbieten zu können. Das Nonplusultra an Schönheit, musikalischer Stimmqualität und vor allem an perfektem, unübertroffenem Showtanz. Meine Damen und Herren, die Beine, die die Bretter dieser Welt zu Beifallstürmen hingerissen haben. Alice und Ellen Kessler. Mensch! Oh Gott! Kann ich jetzt mein Interview haben? Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, junger Mann. Ja, das stimmt. Mein Name ist... Sind Sie nicht George Bogota da Boga? Genau, von der Washington Post Zeitung. Nachdem wir Watergate aufgedeckt haben, wenden wir uns heute einem neuen Skandal zu. Ihnen. Gott sei Dank. Sie drehen gerade einen aufsehenerregenden Film. Bitte erzählen Sie. Wir verfilmen einen Schlüsselroman. Wer sind die Schlüsselfiguren? Die Kellerkinder. Und wer versteckt sich hinter den Kellerkindern? Ah, wir sind dem Autor noch nicht auf der Spur. Aber wir werden ihm schon auf die Schliche kommen. Klar, Kellerkinder und Kesslers ist das. Das liegt doch ganz dicht beieinander. Er meint uns. Das ist total. Sie verfilmen Ihr eigenes Leben. Ja, wir sind nicht sicher. Nur ein Verdacht. Sie wissen es nicht und spielen trotzdem die Hauptrolle. Das ist politisch höchst brisant. Ein Skandal gibt es ja. Ein Riesenskandal. Über uns gibt es nicht zu viel zu berichten. Weil es sind ja eigentlich nur Skandale interessant. Und Skandale gibt es keine bei uns. Wer hat wen verlassen? Wer ist neu verliebt? Wer verlobt sich wieder? Das ist doch interessant. Und deshalb sind wir auch uninteressant für diese Klatschpresse. Das waren zwei tolle Damen ohne Faxen zu, wie sie bloß in Sachsen wachsen. Und ihre sächsische Sprache können sie auch nicht ganz verheimlichen. Ich war, manchmal bricht es durch. Besonders gerne, wenn sie Witze erzählen. Und das tun sie. Manchmal unablässig, sodass ich zu der einen oder der anderen sage, also pass auf, drei Witze an einem Abend ist genug. Danach wirkt es nicht mehr. Und die sind manchmal ganz schön deftig. Also Sie wollen den Witz hören? Ja. Witz. Wirklich? Ja, alle hier. Die also die Kamera läuft, die lassen uns nicht in Ruhe. Jetzt erzähle ich den Witz, ja? Aber auf Englisch. Nein, nicht auf Englisch. Nein, das geht nur auf Englisch. Ja. Wir erzählen ihn zusammen, würde ich sagen. Ja. Wir können uns ja mal... Nee, erzähl du, ich gehe aus dem Bild. Ich schwitze. Was ist denn das? Bleib hier. Was ist denn das, Kinder? Ihr macht einen Scherz mit uns. Aber wieso rauchen? Habt ihr so viel Bordellatmosphäre mit ihr?
schaffen. Oder manchmal sagt sie, ich gehe jetzt einkaufen. Und dann sage ich, ja, okay. Und dann sagt sie, kommst du nicht mit? Dann habe ich gesagt, du hast doch gesagt, ich gehe jetzt einkaufen und nicht wir gehen jetzt einkaufen. Ach so, du willst nicht mitgehen, na dann gehe ich allein. Aber wenn sie ich sagt, muss ich ja annehmen, sie will alleine gehen, ne? Ja, wir haben ein paar handfeste Krachs miterlebt, wo wir gesagt haben, na, da fliegen ganz schön die Fetzen. Aber immer wieder, natürlich endete es in einer totalen und überzeugten Versöhnung und so ist es, glaube ich, bis heute. Weil, also es ist wirklich schwer, eine allein mal zu treffen, wo immer man auftaucht. Und das heißt, die Kesslers sind da, es sind immer beide da. Wir. Ja. Das Leben in Wir-Form. Ja. Kann man so eigentlich, ja, kann man schon so sagen, kann man so definieren. Kessara, die Kessler-Zwillinge. Das ist eine gute Frage, weil Glück sind eigentlich nur ganz kurze Momente. So Hundertstelsekunden-Momente bedeuten Glück. Plötzlich hat man das Gefühl, dass alles leicht ist und alles schön und so. Aber das sind wirklich nur Sekundenmomente. Glück ist, das sind Sekunden, das sind Hundertstel von Sekunden-Momente. Manchmal fühle ich mich glücklich, wenn ich hier sitze oder noch im Schlafzimmer bin und ich höre ein Vögel zwitschern. Das ist so ein ganz kurzer Moment von Glück, weil ich es einfach in dem Moment schön finde. Aber Glück, was bedeutet Glück? Ich kann nur sagen, wir haben Glück gehabt, ich und meine Schwester, aus diesen Verhältnissen, wo wir herkommen und wie unser Leben verlaufen ist, haben wir Glück gehabt. Aber was bedeutet Glück? Glück ist eine Sekundensache. Es gibt Leute, die behaupten, dass wir zwei uns morgen trennen. Ja, das sind sicher Leute, die uns beide gar nicht kennen. Vielleicht beginnt schon morgen eine turbulente Zeit. Doch eines wissen wir mit Sicherheit. Wir wollen niemals auseinandergehen. Wir wollen immer zueinander stehen. Mag auf der großen Welt auch noch so viel. Wir wollen niemals auseinandergehen. Wir wollen niemals auseinandergehen. Wir wollen immer zueinander stehen. Mag auf der großen Welt auch noch so viel geschehen. Wir wollen niemals auseinandergehen. Mama, darf ich mich jetzt schminken und einen BH tragen? Nein, Peter. Den kenne ich. Den Peter. Oh, die hat Besuch. Immer zueinander stehen. Mag auf die großen, weiten Welt für uns auch noch so viel geschehen. Wir wollen nie auseinandergehen, denn wir gehören zusammen. Wie der Wind und das Meer. Darum bleiben wir beide Zeit bei Zeit wie bisher.
Ihre Ehe ist längst ein Inbegriff.